So, willkommen zurück zu King Nummer 215. Ich war letztes Mal ein sehr, sehr anstrengender Boss gehabt. Tja, und jetzt haben wir schon den 321. Tag. Also es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr weit bis zum 358. Tag. Viel Training. Na ja, gut, ich komme jetzt. Heißt es, wir uns einfach nur vorwärts marschieren. Wenn wir noch ein bisschen bekommen, dann ist gut. Und wenn nicht, dann macht's auch nicht. Roxas, alles okay? Du bist ja ganz blass. Tja, Roxas hat einen Traum gehabt. Ich schicke mich jetzt hier und zusammen los. Okay. Den gezackten Kriecher besingen, Akaba. Ach du meine Güte. Na, das klingt ja wundervoll. Boah, ich hoffe, der ist nicht mehr so nervig wie der andere. Was ist los? Nichts. Du siehst blass aus. Das blitzt wieder ein. Gehen wir. Na gut, okay. Oh nein, das ist von wegen nichts. Von wegen nichts. Was auf schlechten Tag Stufe halbiert. Oh, das ist ja ganz toll. Das sind ja ganz famose Nachrichten. Obwohl, ja. Es ist Roxas anzusehen und wir haben seine Träume ja gesehen. Ah, so als Erinnerung machen ihm ganz schön zu schaffen. Die anderen Erinnerungen sind halt in Shion. Okay, jetzt hätte ich Spiel mit halbierter Stufe. Na, ich merke schon, die Roxas mit weniger Elan momentan kämpft als sonst. Es ist ja voll ein Wimmel von diesen Herzlosen. Ja, und bald sind die 358 Tage vorbei. Bald sind die 358 Tage vorbei. Da war ein schlauer Affe drin. Wow. Der mich erstmal volle Kanne trollen muss mit seinem komischen Becken. Komischer schlauer Affe. Natürlich. Treffen muss sein. Natürlich, Verwirrung muss sein. Oh Mann. Weg mit euch. So, wieder heilen. Das ist schon ein bisschen, aber immerhin. Ja.
Ich habe jemanden zerfahren beim letzten Mal, als ich mich nochmal erkundigt hatte, dass noch andere Leute mit dem Boss vom letzten Part ihren Spaß hatten. Ja. Er ist tatsächlich scheiße. Er ist genauso scheiße, wie ich dachte. Scheiße nervig. Ich gehe da oben lang. Weiß nicht, ob es richtig ist, aber man kann es ja mal probieren. Ich glaube, es ist eigentlich egal. So ist der gezackte Dingenskirchen-Typ. Definitiv ein neuer Bereich von der Höhle. Das ist definitiv ein neuer Bereich. Wie der Sand so runterfließt, ist irgendwie cool vom Effekt her. Soll ich die irgendwie vielleicht hier runterstoßen oder so? Oder? Nee, da geht's nicht rein. Ach komm, mach die Vase da weg. Was bringt, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich probiere es einfach mal. Ich sehe gerade weiter oben ist noch so eine Tür. Oder ist sie da hinten? Glaube ich. Ist die hier oben irgendwo? Auch das Tor da wird mir angezeigt. Okay, muss es. Ach so! Ja, verstehe. Verstehe. Drei Schalter bedecken. Sie da drüben raufstellen. Oh Gott, scheiße, ich muss diese Steinblöcke auf die Schalter stellen. Und so kommen wir dann weiter. Gehen wir so durch die Tür. Ja, danke. Ach, habe ich jetzt. Ich hab's nicht verkackt.
Danke, dass ich jetzt erst einrastet. Ah, den Block lasse ich mal unten, sonst komme ich da nicht mehr rauf. Das wäre ein bisschen scheiße. Warum komme ich da jetzt? Ach komm. So. Perfekt, ich Block. Auf ist die Tür. Ach, das ist doch die Höhle, zumindest der Raum, wo damals Jafar bekämpft haben. Hier war Schlüsselloch gewesen. Ende Gelände. Ich erinnere mich. Was? Da ist ein Schlüsselloch, siehst du? Bist du okay? Ja. Du siehst ihm so ähnlich. Was? Wir werden noch erfahren, wovon Shion da spricht. Von wem Shion da spricht. Ja, stimmt, bei dem musste man ja. Doch mal an. Was ist, wenn man keinen Blocken bei sich hat? Hält er irgendwann dann an? Der Herr? Wie habe ich das gemacht? Wo hatte ich diese Kraft? Roxas! Hey, ist alles okay? In letzter Zeit das Schlüsselschwert benutze, bin ich so schwach, warum auch immer. Ja, wirklich? Ach, was soll's. Ich bin einfach überarbeitet. Bist du wirklich okay? Aber sicher doch. Los, Shion, gehen wir zum Schloss zurück. Nein, Roxas, du bist nicht okay.
Du hast ein Geheimnis, Fushion. Und das weißt du auch. Und du willst dir nicht eingestehen, dass du, würde ich jetzt mal vermuten, dass du sowas Erinnerungen in dir trägst. Shion geht's genauso. Sie versucht diese Erinnerung ja irgendwie zu benutzen. Aber ja. Die Erinnerung wollen halt zurück zu dem, dem sie gehören. Nämlich in dem Fall Sora. Und ich weiß nicht, ob es was bringt, dich zu besiegen, aber ich mach's einfach mal. Ja, Shion benutzt da recht freizügig ihren Limit Move. Und Shion ist am Ende. Ja, obwohl. Ach komm, wir gehen weiter. Ich habe jetzt nicht kurz Lust, mich noch mit diesem Stahlrüstor anzulegen. Ich weiß, ich lasse ein bisschen EP dadurch liegen, aber ist mir gerade egal, weil diese Kämpfe gegen diese großen Viecher dauern Ewigkeiten, bis die besiegt sind. Ich habe das ein paar Mal gemacht, meine Stufe ist mittlerweile schon hoch genug und ich brauche das nicht wirklich mehr. Bringt mir einfach ein bisschen, ja, eventuell extra EP und mehr nicht. So, ich habe meine High Potion Bier. Wir gehen zum Schloss zurück. Roxas ist eh heute nicht in besonders guter Form. Bonus-Tage ist sowieso schon voll. Ach ja, komm. Wenn ich euch noch besiegen soll, dann. Wenn ihr noch besiegt werden wollt, dann. Bitte sehr. Gut, dann mache ich das. Habe ich kein Problem mit. Ich habe absolut kein Problem mit. Das sind sowieso das Larifari-Gegner. Außer das Großmaul ein bisschen nervig ist. Bam, weg mit dir. So, Großmaul. Großmaul lebt noch. Großmaul hält sich nicht. So, Großmaul. Ich sagte, Großmaul hält sich nicht. Zurück zum Schloss.
Bist du auch wirklich okay? Okay, du verwirrst mich. Warum? Seit wann machst du dir Sorgen um mich? Und entschuldige bitte vielmals. Fühlt sich einfach komisch an. Das ist alles. Sonst mache ich mir immer Sorgen um dich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal andersrum war. Und zu deiner Information. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um dich, Roxas. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Shion. Axel hätte nicht so hart zu dir sein dürfen. Er wird heute wohl nicht kommen. Möchtest du denn, dass er kommt? Die beiden haben sich gestritten? Ich kann nicht glauben, dass dieser Idiot dich tatsächlich angreifen würde. Idiot? Roxas, ich will jetzt hier nicht mit dir sitzen, wenn Axel das nicht getan hätte. Er ist dein bester Freund. Das bist du auch. Wenn wir drei nicht zusammen sind, dann sagen wir natürlich dasselbe. Axel! Brauchst du etwas? Was? Nein, es ist nur... Mit Roxas stimmt was nicht. Ich dachte, du wirst vielleicht Bescheid. Er sagt, das Schlüsselschwert schwächt ihn auf einmal, wenn er es benutzt. Ich kämpfe plötzlich genauso wie er. Nun, du kennst ihn besser als ich. Wie kommst du darauf? Frag dich selbst, was der Grund dafür sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Du bist dir nicht sicher? Haben sie vergessen, dir gesunden Menschenverstand einzubauen? Ach komm, jetzt guck nicht so geschockt. Du wusstest doch, dass du eine Kopie bist. Eine Probe, deren ursprünglicher Zweck darin bestand, Roxas Kräfte zu duplizieren. Wenn er schwächer wird und du gleichzeitig stärker wirst, tja, dann heißt das, dass du etwas mehr leist, als du dir vorstellst, als du solltest. Und was soll ich jetzt machen? Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Du bist in meinem Buch keine Puppe. Du bist meine beste Freundin. Meine und Roxas, alles klar? Ja. Kann ich dich noch was fragen? Was wäre? Ich habe den Jungen gesehen, der genau wie Roxas aussah. Ist er der, für den ich ihn halte? Tja, ja. Aber wer dieser Junge ist, das wird noch nicht gesagt. Das kommt erst später. Tag 322, das Programm. Sora hat einen starken Einfluss auf sie. Zugegeben, sie sollte wieder ein eigenes Bewusstsein entwickeln, doch ihr Aussehen verändern. Aber alles in allem zeigt das auch, wie wertvoll sie als Gefäß ist. Endlich ist es soweit. Sykes, sind die Geräte bereit?
Alle drei werden in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Gut. Was willst du mit Roxas anfangen? Beide sind mit Sora verbunden, aber wir brauchen nur einen von ihnen unter unserer Kontrolle. Lass Shion Roxas ganze Kraft nehmen. Oder lass ihn sie zuerst vernichten und alles zurückholen. Das ist mir egal. So oder so werden Soras Kräfte uns gehören. Okay, darauf hat die Organisation abgesehen in ihrem Plan. Die Sache spitzt sich also immer weiter zu. Ich bin so müde, spüre meinen Körper gar nicht mehr richtig. Die Träume werden immer seltsamer. Jetzt wache ich mit Wasser auf den Wangen auf. Keine Ahnung, wo es herkommt. Aber mit mir muss etwas nicht stimmen. Heute war ich mit Shion unterwegs. Mir geht's viel besser. Ihr geht's viel besser als mir. Wir haben seit langem mal wieder Eis zusammen gegessen. Aber ich würde sagen, es geht beim nächsten Mal weiter mit Kingdom Hearts 3 nach 15. Zunächst bis dann. Tschüss.